Das Gymnasium Nepomucenum im nordrhein-westfälischen Riedberg ist eine ganz normale Schule, zumindest am Vormittag. Wie überall sind die Schüler hier mit Handy und Internet groß geworden. Auch für die 18-jährige Katharina Küte ist ihre Handhabung ein Kinderspiel. Für die Generation ihrer Großeltern sind das oft nur böhmische Dörfer. Doch einige von ihnen wollen sich nicht so einfach von der Jugend abhängen lassen, sondern geistig auf Trab bleiben. Zusammen mit einer Mitschülerin gibt Kati deshalb einmal die Woche einen Gedächtnistrainingskurs. Für Schüler, die mindestens dreimal so alt sind wie sie. Kati ist eine von über 30 Schülern, die sich ehrenamtlich in dem Projekt Eule engagieren. Ich finde es richtig toll, mit Senioren zu arbeiten. Also ich mag es, denen was beizubringen. Ich mag es, vorne zu stehen und was zu erklären. Auch wenn 100.000 Nachfragen kommen und sie es vielleicht nicht direkt verstehen, ist es immer wieder ein bisschen geduldaufwendig zwar, aber es macht trotzdem sehr viel Spaß. Kati kannte die Eule von ihrer älteren Schwester. Vor 4 Jahren hat sie dann ihren eigenen Kurs übernommen. Seit kurzem macht auch ihre Oma mit. Theo Stienemeyer ist schon länger dabei. Seit 2 Jahren drückt er zusammen mit seiner Frau wieder freiwillig die Schulbank. Überrascht war ich wirklich davon, weil sie ihre Freizeit opfern. Und man hatte immer so den Gedanken, die gehen nur in Diskos und machen Halligalli. Ne? Und dann dieses Projekt, also ich fand das ganz toll. Heute müssen die Senioren einen kleinen Test absolvieren. Ein Einkaufszettel wird an die Tafel geschrieben, den sie dann aus dem Gedächtnis wieder aufs Papier bringen sollen. Ist weg. Ach, Kaffeepulver. Alle strengen sich an, auch wenn es keine Noten gibt. Bei manchen Aufgaben sind die Senioren aber auch schneller, als es die Polizei erlaubt. Einmal den Buchstabensalat. Und jetzt müssen sie das Wort daraus finden. Um 15 Uhr treffen sich alle Kurse zur gemeinsamen Kaffeepause. Vor 7 Jahren wurde die Eule ins Leben gerufen. Inzwischen gibt es 18 Kurse, die Schüler eigenverantwortlich leiten. Über 100 wissbegierige Senioren nehmen daran teil. Nicht das Pauken trockener Materie, sondern der Austausch der Generationen steht dabei im Mittelpunkt. Und der ist auch für die Schüler ein echter Gewinn. Also ich habe für mich auf jeden Fall gelernt, Vorträge zu halten, vorne zu stehen, selbstbewusst dazustehen und nicht das Zittern zu kriegen, wenn ich vor der Klasse stehe. Aber ich habe auch gelernt, von Senioren einfach zuzuhören und mitzukriegen, was die einfach erlebt haben, wenn sie von ihren Erfahrungen erzählen, sei es aus dem Krieg oder aus ihrem Leben. Während andere Senioren nach der Kaffeepause in die Geschichts-, Sprach- und Literaturkurse gehen, besuchen die Stienemeyers noch einen Computerkurs. Ihre Kinder haben ihnen einen Computer geschenkt. Jetzt wollen sie lernen, wie man damit umgeht und sich im Internet zurechtfindet. Mit viel Geduld und Ruhe gehen die Schülerlehrer dabei auf ihre Fragen ein. Für Kati und ihre Oma geht der Nachmittag inzwischen zu Ende. Zusammen machen sie sich auf den Heimweg. Wie jedes Mal gibt es auch heute wieder viel über den Unterricht zu erzählen. Kati kannte die Eule von ihrer älteren Schwester. Vor 4 Jahren hat sie dann ihren eigenen Kurs übernommen. Seit kurzem macht auch ihre Oma mit. Theo Stienemeyer ist schon länger dabei. Seit 2 Jahren drückt er zusammen mit seiner Frau wieder freiwillig die Schulbank. Überrascht war ich wirklich davon, weil sie ihre Freizeit opfern. Und man hatte immer so den Gedanken, die gehen nur in Diskos und machen Halligalli. Ne? Und dann dieses Projekt, also ich fand das ganz toll. Heute müssen die Senioren einen kleinen Test absolvieren. Ein Einkaufszettel wird an die Tafel geschrieben, den sie dann aus dem Gedächtnis wieder aufs Papier bringen sollen. Ist weg. Ach, Kaffeepulver. Alle strengen sich an, auch wenn es keine Noten gibt. Bei manchen Aufgaben sind die Senioren aber auch schneller, als es die Polizei erlaubt. Einmal den Buchstabensalat.
Und jetzt müssen Sie das Wort daraus finden. Baumhaus. Das war jetzt aber fix hier. Vor 7 Jahren wurde die Eule ins Leben gerufen. Inzwischen gibt es 18 Kurse, die Schüler eigenverantwortlich leiten. Über 100 wissbegierige Senioren nehmen daran teil. Nicht das Pauken trockener Materie, sondern der Austausch der Generationen steht dabei im Mittelpunkt. Und der ist auch für die Schüler ein echter Gewinn. Also ich habe für mich auf jeden Fall gelernt, Vorträge zu halten, vorne zu stehen, selbstbewusst dazustehen und nicht das Zittern zu kriegen, wenn ich vor der Klasse stehe. Aber ich habe auch gelernt, von Senioren einfach zuzuhören und mitzukriegen, was die einfach erlebt haben, wenn sie von ihren Erfahrungen erzählen, sei es aus dem Krieg oder aus ihrem Leben. Während andere Senioren nach der Kaffeepause in die Geschichts-, Sprach- und Literaturkurse gehen, besuchen die Stienemeyers noch einen Computerkurs.